So, was soll ich euch sagen? Ich hatte recht. Da gibt's einen zweiten Eingang. Da gibt's einen zweiten Eingang bei dem Wasserfall. Es gibt ihn. Nämlich hier. Nein. Es gibt definitiv einen zweiten Eingang. Es gibt hier einen, aber wie soll ich da reinkommen? Der ist genau in der Mitte vom Wasserfall. Ich hatte recht mit meiner Vermutung. Ja! Unfassbar. Ich hatte wirklich recht mit meiner Idee, ey. Warte. Wo ist die Tür jetzt? Da, direkt vor meiner Nase. Ich bin wieder genau richtig getimt gewesen, wo die Tür ist. Zweite Nymphe! Hallo, Drinky! Oder... Ja, Drinky, du bist endlich gekommen. Die Grey haben mich in Laconia gefunden, also bin ich hierhin geflohen. Roswit wurde zum See in Kreta gebracht. Hier ist ein Brief und ein Fragment der Liebe von Roswit. Bitte beeil dich! Ein neues Herz! Lieber Drinky, ich liebe dich so sehr. Ich werde niemals mit Hades zusammenkommen, oder ich gehöre ihm nicht. Ich weiß, dass du kommen wirst, um mich zu retten. Den Untergehenden von Hades zufolge gibt es einen Eingang zu Tartarus, der unter... der irgendwo bei der See liegt. Zwischen Kreta und Argolis. Zwischen Kreta und Argolis gibt es einen Eingang zu Tartarus. Aha. So, und wisst ihr hier, was ich jetzt wieder tue? Ist doch klar, oder? Damit ich mir den Weg spare. Ich habe eh nur noch so wenig Energie. Ja. Ich habe übrigens nur meine Keule gerade ausgerüstet. Oh, was? What? Ich habe keine Energie mehr, darf ich das mal anmerken? Ist das die Kraft des Apfels oder was ist das gerade? Was war denn das bitte? Ich weiß nicht. Ich hatte gerade irgendwie noch Lebensenergie übrig. Also, ich hatte eigentlich keine übrig, aber das Spiel... Tja. Das Spiel weiß selber nicht, was ich habe, ob ich ein Tor bin oder nicht. Ich bin wahrscheinlich so oft gestorben, dass das Spiel nicht mehr berechnen kann, ob ich jetzt schon wieder gestorben bin oder nicht. Es ist einfach verwirrt mittlerweile zwischen Tod und Leben. Also ich muss echt sagen, diese Session ist extrem erfolgreich. So erfolgreich, wie noch keine Session vorher war. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge und ich habe schon so viel erreicht in diesen Folgen hier. Es gibt keine, in der ich nichts gefunden habe. Wow. So, jetzt möchte ich aber dann wieder zum einzigen Ort, der mir jetzt noch bekannt ist, wo ich was finden könnte. Ja, es geht wieder hierhin. Habe ich noch Lebensenergie? Warte. Ich habe kein Lebensenergie. Was war denn? Scheiße. Zurück. Wir können zurück, Leute. Wir können zurück. Ohne Lebensenergiewasser werde ich das nicht machen. Das fehlt mir noch für meine Sicherheit. Klar, ich habe jetzt ein blitzschießendes Schwert, das wahrscheinlich die Riesenschlange aus Entfernung killen kann. Aber ist es nicht besser? Ich habe zusätzlich noch eine Art Extra-Leben durch das Wasser. Ich finde schon. Und deswegen hole ich mir jetzt auch noch Lebensenergiewasser. Ist doch logisch. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon mal den Ort gezeigt habe, wo ich die Oliven immer farme. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Eventuell habe ich es schon mal erwähnt, gezeigt. Keine Ahnung. Jedenfalls komme ich da gleich hin. Nee, das war die Tür da, bei der ich jetzt vorbeigelaufen bin. Hier doch, hier ist es. Nein, ich habe gerade so lange die Taste nach oben gehalten und er wollte wieder durch die Tür. Genau hier so. Hier, wo gerade die ganzen Oliven rauskommen, da hole ich mir das immer ab. Denn hier geht es ziemlich einfach, man bekommt nicht so viel Schaden, kann aber gleichzeitig halt die Gegner schnell ausschalten. Und bekommt dafür dann auch in der Regel eine ganze Menge. Ja, wie man hier gerade sieht. Oh. Ja komm, ich nehme das ruhig mal mit. Wer weiß, ob ich nicht nochmal was bezahlen muss im Spiel. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, ich muss nie wieder hier was bezahlen irgendwo. Ja, Lebensenergiewasser ist da. Zum Glück war es nicht allzu weit entfernt. Und jetzt also rüber zu
Phrygia! Da, da, da. Da, 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 da. Es ist mal endlich eine sehr erfolgreiche Session. Also im Vergleich ist das hier unglaublich. Es ist, als ob ich von allem die volle Peilung habe und mitten im Saft stehe. Die Formulierung, ey. Naja, vielleicht stehe ich im Apfelsaft des goldenen Apfels, den ich bekommen habe, auch wenn ich immer noch nicht seine Funktion kenne. Ich weiß was anderes, was Gold ist, so Golden Shower, aber das durfte mir nicht benötigt sein im Spiel. Jetzt links. Da, 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 nee, oder? War es schon hier? Ja, doch, bestimmt. Jo. Phrygia! Also jetzt wirklich Phrygia. Ich denke wirklich jedes Mal, wenn ich schon sofort dahin laufe, bevor der Delfin richtig da ist, dass ich runterfalle. Riesenschlange. Das dritte Mal, dass ich zu dir will. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich habe gerade richtig Bock, hier das Ding zu betteln. Weil ich jetzt auch Blitze schießen kann mit dem Schwert. Ich will das betteln, ey. Ich weiß, es ist gerade völlig unnötig, aber ich habe es jetzt mal getötet. Endlich mal eine Genugtuung hier. Phrygia. Will ich wieder von der anderen Seite kommen? Ja, eigentlich schon. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen mehr Aufwand als vielleicht notwendig, nur wenn ich nun mal einen anderen Spawnpunkt habe, dann will ich den auch nutzen. Ja, hier so. Ich nehme mir diese Zeit, denn sie kann mir helfen, insgesamt weniger Zeit zu benötigen. Ich meine, was ist besser? 2 Minuten zu nutzen, um den anderen Spawnpunkt freizuschalten? Oder insgesamt, was weiß ich, eine Viertelstunde länger zu brauchen, weil ich den anderen Spawnpunkt nehme, wo ich länger bis zur Schlange brauche, wenn ich sterbe. Ich finde, im Vergleich ist das logischer, was ich mache. Und jetzt wird es sehr spannend. Werde ich endlich die Riesenschlange vernichten können? Ich weiß, ich könnte auch drüber springen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das sofort gelingt? Gar nicht so hoch, wie man es, ja. Nein, ja. Ja, leider schießt das nicht dahin, wo die Schlangen kriechen. Na, die trifft mich leider mit dem Feuer. Was bitte? Da oben muss ich mit dem Feuer treffen. Ich verstehe. Man kann sie zwar treffen, aber halt nur über den Kopf. Na, das ist ja... Oh, der Schild hilft aber gerade, seht ihr? Das Feuer prallt wirklich die ganze Zeit gerade ab. Naja. Es war das erste Antasten. Ich habe Lebensenergie was und ich werde es dann nutzen, wenn es wirklich drauf ankommt und ich die Chance habe, auch die Schlange zu besiegen. Ich warte auf den richtigen Zeitpunkt dafür. Ich habe immer noch die Ocarina ausgewählt, aber wird schon dann. Ja, die Schlangen müssen erstmal aus dem Weg, die anderen, wie gesagt, hier. Oh, die kann ich jetzt in 2 Hits erledigen, vorher waren es 3. Oh, Bildspackung wieder hier. Bildspackung. Oh Gott, trifft doch den scheiß Kopf, ey. Meine Güte, ist das schwer, den Kopf zu treffen. Ich nehme nicht mehr so viel Schaden vom Feuer, fällt mir gerade auf. Ist das etwa auch wegen dem Apfel oder wie? Ich nehme nicht mehr so viel Feuerschaden, seht ihr das? Oh, ich habe das Feuer reflektiert, ey. Ist das spannend gerade? Irgendwie finde ich das gerade ultra spannend, was hier passiert. Yes! Sie ist tot, Mann! Ja, du nervst mich jetzt mal. Doch, du nervst mich schon ein bisschen. Aber wieso bettel ich die Scheißviecher hier? Ich will nur einfach nur nach hoch jetzt. Oh, wie viel kommen hier? Und dann auch noch auf der Treppe, wo ich mich nicht verteidigen kann.
Ich muss das Lebensenergiewasser nehmen, sonst bin ich tot, Leute. Ich will die. Ich wollte eigentlich die Tür. Holy shit, das ist ja hier noch größer, das Gebiet, ey. Was ist denn das? Wie unfassbar heftig ist das hier? Und die bin ich gefangen, wow. Da bin ich wieder gefangen. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, dass wir hier doch noch wesentlich mehr machen müssen, als ich dachte. Und da oben ist ja eine Schlange. Da oben ist ja eine Riesenschlange, ey. Ich glaube wirklich, das hier wird schlimmer als erwartet. Was ist denn hier oben bitte noch? Oh, wow, da ist noch eine Tür. Oh, ist das die Tür, wo die andere Riesenschlange war gerade? Yo. Irre, die greift mich da an, ey. Auf Distanz betteln, bitte. Ah, so, jetzt habe ich ein Problem. Wisst ihr, welches Problem ich jetzt habe? Ich kann es euch sagen. Ich muss, um den Blitz zu erzeugen von meiner Waffe, die Taste nach oben drücken. Die Taste nach oben ist aber gleichzeitig die Taste, mit der ich die Türe benutze. Sprich, ich kann auf der Entfernung, um den Blitz zu erzeugen, jetzt nicht bei der Tür stehen, sonst gehe ich raus. Aber es geht auch so. Es geht auch so. Oh mein Gott, ist das Gebiet ekelhaft, ey. Also das ist nur die einzige, die ich nehmen kann hier, wa? Ach du Scheiße! Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Was ist denn los mit diesem Ort? Ja klar bin ich jetzt wieder hier unten, ist ja logisch, aber meine Güte! Ich werde doch wahnsinnig, ey, dieser Ort ist extremst gefährlich. Das ist mit Abstand das schwerste Gebiet des Spiels bisher. Mit großem Abstand. Um hier was zu erreichen, musst du extrem gut sein. Das bin ich nicht. Ja, also ohne Lebensenergiewasser und jetzt wieder mit Bildspackungen und diese Schlange noch zu catchen, ist wirklich... Also das ist unfassbar. Dieses Gebiet ist höllisch. Es ist höllisch, dieses Gebiet, ey. Ja, Leute, ich versage an der ersten Schlange. Wie soll ich denn da bitte weiterkommen mit dem Spiel? Schön, dass ich es jetzt bis hierhin schaffe. Dumm nur, wenn man denn schon so viel Energie hat. Und jetzt wird mich... Nein, der erwischt mich tatsächlich nicht. Die erwischen mich nicht. Ja, ich kann ja schießen, Mensch. So, wo will ich jetzt lang hier am besten? Nein, warum lädt der denn jedes Mal die dumme Kacktreppe aus, wenn ich da will? So. Also, was kann man machen? Was kann man machen? Nur hier ist die einzige Tür, die ich von hier aus erreichen kann. Da ist nochmal eine Schlange, auch nicht schlecht. Das ist nett, das ist nett, das ist nett. Blöde, dass ich jetzt hier immer so langlatschen muss, um das zu finden, aber... Immerhin kann man hier überhaupt Lebensenergiewasser bekommen, oder? Ich meine, das sollte man jetzt auch nicht von der Hand schlagen. Da sollte man die helfende Hand nicht wegschlagen, finde ich. Also das ist schon mal eine Erkenntnis, die sehr viel helfen kann. Jetzt musste ich doch... Mann, ich kann die Schlange leider nicht treffen, ey. So wie ich es gerne hätte. Er nimmt das nicht, weil... Er rüstet sich bei der Treppe aus. Er kann diese Lebensenergie gerade nicht nehmen. Seht ihr das? Okay, jetzt habe ich es irgendwie bekommen. Hallo, bleib doch mal hier oben. Ne, da ist nur die. Ah, da ist nur eine Säule wieder. Das heißt, ich muss diese Tür da nehmen. Und dann geht's ja eigentlich nur noch mal weiter nach oben hier, ja. Also hier oben muss ich definitiv diese Tür nehmen. Es gibt, glaube ich, doch jetzt so weiterhin einen einzigen Weg. Und jetzt? Jetzt muss ich die wieder catchen, na klar. Nervig! Boah, Alter, ey. Die setzt mir zu. Die setzt mir richtig zu, Alter. Ja, Lebensenergie, was soll ich sagen?
Ich weiß ja, wo ich welches bekomme, oder wenn ich hier wieder neu starten muss.